Beim letzten Mal gab es die große Überlegung, welchen Auftrag machen wir denn jetzt? Gehen wir doch nochmal rein in die Karotten, gehen wir doch nochmal rein in die Kartoffeln, weil das ja doch immer speziell ist. Und ja, ich gehe rein in die Kartoffeln, aber ich lasse es die Helfer machen und sorge mich darum, dass das einfach rund läuft. Also rein da, ab in die Kartoffeln. Ich organisiere jetzt die Geräte und alles, was die Helfer benötigen. Und dann kommen die schön rein in die Karren und dürfen wunderbar mit vier Spuren über den Kartoffelacker brettern. Ab geht es. Also, es gibt jede Menge Aufträge. Jede Menge Aufträge. Oh boy. Wir kommen doch noch hier auf den grünen Zweig, ich sage es dir. Und zwar habe ich gesehen, es gibt hier in den Aufträgen zwei große Felder. 56, Feld 56 und Feld 39. Und die haben beide diese große Kartoffelmaschine dabei. Und beide haben den Traktor. Es ist genau gleich. Einmal kostet das Ganze sogar nur 888, wenn ich das jetzt alleine machen wollen würde, würde ich mir natürlich das holen für 888, statt 1400 exakt das gleiche auszuleihen. Ich leihe jetzt aber beides aus. Geräte ausleihen. Und Geräte ausleihen. Und jetzt habe ich hier zwei Monstergeräte. Ist das der Hammer? Alter, diese Teile, ne, sind ja der absolute Burner, ey. Guck dir mal das an, ey. Also, da muss ich wirklich sagen, crazy shit. Crazy shit. Was da eine Technik drin steckt, oder? Die Bürsten, die Fließbänder und alles nur, während du so vorwärts fährst und da unten die Dinger rausbuddelst. Ist das hammerhart, Alter. Ganz, ganz, ganz krass. Und trotz allem sind es eben nur vier Reihen, die halt gleichzeitig gezogen werden. Abgefahren. Ja, zwei Traktoren dabei mit Anhänger. Und damit geht's jetzt los. Ich guck mal eben auf die Map. Wir fangen mal mit den größeren an. Feld 39. Gucken wir also. Das ist es. Schön gerade Strecke. Und hier hinten 56. Okay. Wir sind direkt an Feld 56. Wir fangen an mit Feld 56. Denn wir müssen danach hier runter. Und ja, entweder bin ich dann schon voll. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich bin ich zwischendurch voll. Und dann geht es danach eben hier auf Feld 39. Also wir fangen direkt vor der Haustür an. Feld 56 da vorne. Oh, guck mal, der fährt sogar relativ schnell hier, das Gerät. Alter, was ein Gerät, oder? Was eine Maschine. Ich werde ja weich. Muss ich hier sowas wie ein Vorgewende machen? Muss ich hier? Also für hier. Ich kann die doch bestimmt auch quer ernten lassen, oder? Können die auch so fahren? Ja, ist doch auch vier. Eins, zwei, drei, vier. Geht doch auch so. Ob so oder so. Oder so. Ist doch schiedigol. Aber dann auf jeden Fall mit Vorgewände. Ich denke mal, ich werde hier zwei Vorgewände machen. Und am anderen Ende bestimmt auch nochmal. Da fahre ich gleich den anderen direkt hin, ich sage es dir. Erstmal ausklammen. Die Transformers. Ist das krass, Alter. Ist das ein Gerät, alter Falter, ey. Ich werd ja weich. Mega gut, ey. So, wait a minute. Hat das noch ein GPS? Brauche ich das überhaupt? Ja, wahrscheinlich nicht so schlecht. Wir gucken mal eben rein. Damit ich hier überhaupt die Spur halten kann. 3,30 Meter nur, ey. Erbärmlich. So, A-Punkt setzen. Richtung setzen. Jawollo. Wir wollen in die Richtung. Aber wir wollen hier, genau. Und dann ziehen wir das schön auf die vier Spuren. Komme ich hier auf vier oder komme ich auf fünf? Mach mal keinen Flachs, Alter. Kriege ich hier fünf hin?
1, 2, 3, 4, 5. Alter, kriege ich hier vielleicht 5 hin? Eine Reihe mehr, ne? Bedeutet Gold, Alten. Alter, wenn ich jetzt so 5 Reihen hinkriege, ne? Das wär's. Das wär's doch. So, wir gehen mal runter. Naja, nochmal schön in Position. So, Dille. Wie alles aktivieren. Runter mit dem Rasenmäher. Ab in die Bahn. Und aktivieren. Und jetzt ist die Frage. Wir kriegen's. Ja. Ja. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Das sind 5 Reihen. Tipptopp. Und die Erdäpfel, die ballern hier rein, die Äpfi. Ja, mal mehr, mal weniger. Doch, jetzt kommt's. Ach, guck mal, jetzt sind sie unter so einem Tuch auch noch. Alter Falter. Ja, aber hier muss ich auf jeden Fall mal so 2 Vorgewände machen, oder? Oder soll ich die einfach querfahren lassen? Nee. Ich weiß es nicht, ey. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr cool aus. Also ohne Flachs, ne? Wäre das nicht so ein riesen Geraffel hier, ne? Ich würde das schon machen. Einfach, weil das Gerät ja der absolute Burner ist, Alter. Wenn das mal nicht das übelste Raumschiff ist, ey. Das ist ja krass. Ich würde damit schon gern rumfahren. Aber das kannst du dir nicht antun, ey. Also da wirst du doch. Da wirst du doch kirre. Und guck mal hier. Das ist natürlich auch uncool. Ich müsste auch noch jedes Mal hier ein bisschen korrigieren. Um das hier auch alles mitzunehmen. Denn der ist natürlich jetzt nicht darauf ausgelegt. Ah, nee, ich könnte die Breite selber einstellen, ne? Ich müsste im GPS jetzt die Breite einstellen. Nicht auf die 3,30 Meter, die ja, glaube ich, ist, sondern vielleicht auf 4 glatt. Maybe könnte 4 Meter genau hinkommen. Sollen wir mal probieren? Eigentlich muss ich nicht probieren, denn die Helfer machen das ja gleich. Ich mache jetzt hier bloß hier an der schmalen Seite das Vorgewende. Vielleicht muss ich sogar nochmal eine Bahn machen, ne? Das Gerät ist so lang und wenn die jetzt so lang quer fahren sollen, dann wird das doch nichts. Ja, ich glaube, ich mache nochmal eine. 5 Reihen. Also, da müssen wir doch schon mal zugute halten. Das Gerät kann, auch wenn es für 4 ausgelegt ist, immerhin 5 Reihen machen. Das ist doch zumindest schon mal was. Und es ist sogar erstaunlich wendig. Dafür, dass das hier so ein langer Otto ist, ey. Krass. So. Jetzt gehen wir da wieder rein. Korrigiere das jetzt nochmal eben und danach so in die Richtung. Perfekt. Aktivieren. Rein da. Und schön nochmal durchziehen. Das heißt, mit 3-mal fahren. Ja, mit 4-mal fahren hast du quasi eine Reihe Bonus. Aber das sollte jetzt reichen. Genau. Danach geht's gleich rüber. Auf die andere Seite. Hier lasse ich jetzt gleich schon direkt einen Helfer rein. Der fährt gleich durch. Ich guck mal, ich lasse den vielleicht hier hinten an der Schrägen sogar ran, dass der damit anfängt. Hier mit den Bäumen und sowas. Mal gucken, ob das passt. Und in der Zwischenzeit gehe ich dann auf die andere Seite mit dem anderen Gerät und dann fängt da hinten auf der anderen Seite eben der andere Helfer an. Und dann machen wir jetzt hier gleich schön mit beiden Fahrzeugen hier die Ernte. Blüpp, blüpp, jawohl. GPS machen wir jetzt aus. Jetzt geht's hier rein in den Helfermodus. So. Oh, guck mal, der mäht das sogar so wild hier. Lol. Macht er das? Nee. Ich cutte damit bloß. Und mähe da nicht wirklich, ne? So. Jetzt hier rein. Helfermodus aktivieren. Und der Helfer macht sein Ding. Voll gut, Alter. Voll gut. Ab in das nächste Teil.
Crazy Transformer ein. So, damit geht's ans andere Ende. Echt wendig, ne? Weil die Achse halt so weit hinten ist hier. Der schleudert halt vorne seine Schnauze komplett rum. Ey, aufpassen! Will er mich hier überholen? Was ist, wenn ich auf einmal breiter werde mitten auf der Autobahn? Wink. Alrighty. So. Oh Mann, ich sehe jetzt schon, ich habe keinen Platz für das Spektakel hier, ey. Hier ist überhaupt kein Platz, was ein Feld, ey. So, aktivieren, runter damit. Jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich hier schön die Äpfel alle rausziehe. Die Erdäppeln. Ja, auf jeden Fall hier bis zu dem Baum und so. Das muss alles raus, das muss alles gemacht werden. Weißt du was, ich drehe einfach hier direkt um. Und dann machen wir direkt hier die nächste Bahn. Und so weiter. Schafft er das? Ja, ich glaube da hinten, er kommt klar. Er korrigiert auch schon mal vernünftig. Mal gucken, wie es aussieht. Ob das alles richtig läuft. Ich bin gespannt. So, jetzt fahren wir hier nochmal lang. Und danach fahre ich dann nochmal lang. Wir brauchen so ein bisschen, das ist jetzt so ein bisschen random hier, ne? Wir brauchen hier ein bisschen einfach Abstand zu dem Gartenzaun. Und zu den Bäumen. Und dann kommt hier der nächste Helfer rein. Hier auf der anderen Seite genau. Und dann lübt das. Und dann hole ich mir direkt den Anhänger. Fast voller, oh, fast voll schon der eine. Das ist krass. Dann aber schnell. Denn dann brauche ich direkt den Anhänger. So, ja, löbt, löbt, löbt. Vier Stück immerhin. Komm, gib Gummi. So, ungefähr so bis hier. Das reicht auch schon. Perfekt. Jetzt fahren wir hier zurück. Und setzen jetzt hier auf der Kante, auf der Geraden, auch direkt den nächsten rein. Ich hoffe, dass das so ungefähr passt. Wusch. Das ganze Kartoffelgrün abgemäht. Aber eben auch noch nicht rausgeruppt, ne? So, aber das sieht hier schon mal ganz gut aus. Hier hat er schon ein paar Kartoffeln rausgerissen jetzt. So, machen wir ein bisschen Korrektur. Und auch hier jetzt der Helfer rein. Halt. Nee, doch, nimmt er. Kann ich auch nicht mehr korrigieren. Perfekt. Schnell ab in den nächsten hier. Es läuft, Leute. Es läuft. Ich hab Bock. Alter, so macht das Bock. So macht das wirklich Bock. Weil einfach so ein bisschen was passiert. Und diese Dulli-Aufgabe muss... Muss man nicht machen. Vier Zeilen über den Acker, Alter. Ah. Wir haben das ja im letzten Video noch ausgerechnet, dass das mit der Breite von dem normalen Ernter bei einem Karottenfeld, wie war das? 8 pro Seite. Also der macht... Also die normale Breite von dem, ich hatte ja die Sorghumhirse geerntet und ich hätte links und rechts 8, 4, 8, ich hätte 16 Reihen gleichzeitig machen können von der Breite und mit dem machst du halt 4, ne? Also das ist schon ein Ding, ne? Mann, 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 aber Kartoffel läuft mal wieder. Das ist halt richtig, richtig cool. Kartoffel ist eigentlich geil. Macht auch irgendwie Bock. Aber das Abernten, das Gerät, ne, das geht mal gar nicht. Und oh boy, ist es dein Ernst? Ich muss hier jedes Mal wegfahren. Okay, das wird ja tricky. Das wird ja tricky. Feed and Grain Süd. Feed and Grain Süd. Also, nochmal korrigieren. Ich gucke jetzt immer dreimal nach, ne? Nochmal schauen. Und wir sind hier bei Feed and Grain.
schnell wegbringen, bevor gleich der nächste voll ist. Und raus damit. Oder ich muss gleich den zweiten schon wieder dahinstellen, damit ich dann schnell wieder wechseln kann. So, raus. Wie viel war das denn jetzt mit einer 10% für 6 und Opala, für 56. Uff. Uff. Was eine Gurkerei. Ja, ich glaube, das Vorgewende, soweit hat das tatsächlich ganz gut funktioniert. Also, die kommen hier wirklich ganz gut klar. Fahren hier schön von der einen und von der anderen Seite dran. Das sieht nicht schlecht aus. Das war aber auch bestimmt notwendig. Gleich nochmal auf der anderen Seite gucken. Der andere müsste auch gleich voll sein. Hier nochmal eben schön mitfahren, damit die Karre hier auch gleich komplett voll ist. So. Auf 100% und dann schnell Gas geben. Ja, fertig. Wegbringen und dann direkt den nächsten leer machen. Na, dann kommen wir doch genau richtig. Jetzt ist er gerade auf dem Rückweg gewesen. Genau wieder richtig. Mal gucken, wie er da jetzt so rangeht. Na ja gut, er klappt natürlich alles ein, ne? Fährt dann da einmal wild im Kreis rum. Korrigiert die Bahn und dann kann er los. Okay. Ja. Vielleicht nicht so ganz elegant, wie ich das immer hinkriege, aber für so einen Bot schon gar nicht so schlecht. So, dann gehen wir mal rein hier. Der müsste ja gleich voll sein. Also nehmen wir mal schön, nehmen wir ihm mal die Last ab hier. So, ein bisschen die Spur halten. Vor allem das Tempo halten. Ohne mal eben das Tempomat einzustellen. Oder soll ich mal eben? Könnte ich auch machen, ne? Nebenbei mal eben schnell das Tempomat einstellen auf 10. So. Gib ihm. Jetzt nur noch die Spur einigermaßen hinkriegen. Uiuiui, das eiert hier schon wieder. So. Du geilert doch. Und ich bin gleich voll. Ah, guck mal, jetzt ist wieder 1:1. Ne? Das mag ich immer nicht. Ey. Da fährst du quasi die ganze Zeit neben ihm her und jede einzelne Kartoffel kommt gerade frisch aus der Erde und wird 1:1 dann da reingeschmissen. Das ist halt immer doof, ey. Oh nein! Alter, wenn ich nicht auf die Reifen achte. Ach. Aber trotzdem sind wir jetzt gleich voll dadurch. Hm. Naja gut, dann kann ich immerhin direkt wieder losfahren. Ja, also ohne Flachs, ne? Da fahre ich doch lieber. Hey, komm. Da fahre ich doch eben lieber, als hier die ganze Zeit die Kartoffeln zu ernten. Voll gut so. Es ist natürlich nicht super spannend, ne? Hier die ganze Gurkerei, muss ich ja auch sagen, ne? Also hier immer mal eben hin und her und hin und her. Schnell die Erdäpfeln hier ab in die Grube kippen. Aber es ist einfach vom Tempo her einfach höchst effizient, ne? Zack, 31% und das ist ja erstmal das erste Feld. Oh boy, Alter. Da sind noch ein paar Aufträge und ein paar Fahrten drin. Und das andere Feld muss ja auch noch gemacht werden. So, ich koppel schon mal in der Zwischenzeit den anderen hier an. Denn dann kann ich schön den einen auf der linken und den anderen auf der rechten Spur lassen. Dann nutzen wir auch einfach mal sämtliche Geräte, die wir ja hier mit ausgeliehen haben. Der eine ist nämlich jetzt hier gerade mal so zu 70% voll. Und das macht dann natürlich nicht so wirklich viel Sinn. Gerade mal eben gucken. Wir sind jetzt hier gerade bei 2%. Genau, der fängt jetzt gerade frisch wieder an. Übrigens, hier fehlt irgendwie ein Vorgewende. Hier hätte ich doch nochmal eine Bahn mehr machen müssen. Hier ist er jetzt bei 30%. Na guck. Also ich habe so ein bisschen Leerlauf jetzt. Und die 30% könnte ich schon wieder hier rausziehen. Und mal gucken, wie viel 30%. Also 30% bei ihm heißt ja nicht, dass es 30% hier bei der kleinen Karre ist, ne? Wir müssen mal eben hier auf den Tempomat kommen. So, 10 km/h. Schnell drunter. Zack. Und im Idealfall bleibt er dann auch gleich nochmal kurz stehen und lässt mich hier komplett leer ziehen. Ja.
Nee, macht er nicht. Nee, ah, doch. Doch. Ja, na, doch noch ein bisschen. Also, 52%. Aufpassen. Platz lassen. Den botzen. Perfekt. Jetzt schnell ab in den anderen hier. Dann haben wir nämlich den... Ja, den haben wir dann... Komm, gib Gas. Den haben wir dann nämlich jetzt voll. Der hat jetzt gerade irgendwas um die 20. Und das heißt, ich kann schon wieder die nächste Tour machen. Also, das ist... So geht es, glaube ich, ganz gut. Ja. Beide immer schön nacheinander. Zack, zack, zack. Einen nach dem anderen voll machen. Und ich würde sagen, so kann man einen Kartoffelauftrag machen. So ist es okay. So ist das okay. Alles selber sonst machen, was ich ja sonst gerne mache. Abernten, dann auch noch die ganze Gurkerei hier mit den kleinen Anhängern. Oh, Alter. Das wäre ja ein Stundenauftrag. Alleine einer davon wäre ja mehrere Stunden, weil ich halt sofort immer rumgurken muss, wegfahren muss. Ich schaffe dann ja vielleicht, keine Ahnung, zwei rein und dann war es das wieder. Ah, da doch dann lieber hier schön zack den Landstraßenrunner machen. Nur die Kartoffeln wegbreddern. Zack, und gut ist. Raus damit. Alter Falter. Wobei halt ein großer Anhänger halt auch richtig gut wäre, ne? 40%, 50% abgeschlossen vom gesamten Feld 56. Tipptopp. Alter, wie hier aber auch dann noch die Kante noch so geil steht, ne? Schön hier unten die Kante und danach Meter hier durch und danach ist alles schön glatt gezogen. Zack, mal eben rüberfahren. So, voll machen. Ja, so ein paar coole Details sind schon drin, deswegen freue ich mich ja auch noch mehr auf den neuesten Teil auf dem LS25. Das wird schon richtig cool. Also diese Weiterentwicklung immer noch, ne? Immer weiter und immer mehr Ideen und Umsetzung. Dieses Weiterentwickeln von so einem Game, das ist schon immer cool, wenn man das so miterlebt. Gar nicht schlecht. So, komm, die letzten paar Prozente, die werden doch hier noch reingehen, oder? 1%. 100, jawohl. Hui, Abfahrt. 1135 Lohnzahlung ist gerade raufgeploppt hier. Die müssen wir natürlich auch wieder abziehen. Aber die ist es mir wert, ne? Es kommt ja auch, es wird ja auch viel gearbeitet für das schmale Geld. Von daher gerne. Ich würde auch das Doppelte zahlen. So, wenn der jetzt gleich fertig ist, dann muss ich aber viel abladen. Jetzt war ich hier zweimal bei dem anderen in der Zwischenzeit. Der muss ja hier randvoll sein, ne? Eben schnell daneben stellen. Bevor er da fertig ist mit seiner Gurkerei. Ich würde ihn ja schon fast mal kurz rausschmeißen. Oder kommt er hier jetzt klar in dem Bereich? Fährt er bis nach hinten? Ja, ne? Nee, doch nicht. Ach komm, Alter. Bleiben die stehen, die Stoppel hier? Tatsächlich, ey. Tatsächlich. Der kriegt auf jeden Fall keinen Bonus, ey. So, komm, direkt daneben. Tempomat einstellen und Gibi macht voll die Karre. Der sollte jetzt aber komplett hier reingehen. Auf 100%. Der andere ist ja fast leer. Es ist einfach cool, ey. Ich sage dir. So darf das gerne laufen. Der Sauger hier macht alles sauber. Der Nono. Und die Kartoffels fliegen hier rein. Auch schon fast leer. Sehr gut. 88%, 89%. Jawollo. Und auch hier einfach wieder so geil, ne? Also die Details dabei, mega nice, ey. Voll gut. 94%. Mitten im Dreck sind wir hier daneben. Jawohl, hier fällt der Dreck einfach runter die Erde. Und da fallen dann die Äpfel raus. Die Erdäpfeln. Stopp. 100%, jawohl. Dankeschön. Abfahrt.
Ja, das sieht auch mittlerweile hier schon richtig nice aus. Ich musste den anderen mal gerade ein bisschen stoppen und da hinten die Reste doch nochmal eben korrigieren. Da lag dann doch nochmal so eine halbe Bahn. Zwar abgekrautet oben, also das war alles weg, das, die Pflanze sozusagen, aber die Kartoffel an sich unten drunter, die war sogar noch in der Erde. Das war natürlich besonders schlecht, deswegen musste ich da gerade mal eben ran und selber noch mal ein bisschen was rausziehen. So, jetzt sind wir hier bei gut 70%, hier drehe ich aber mal eben ab, denn hier geht es gerade nur noch 1:1. Jetzt gucken wir mal, ob wir der uns hier voll macht. Und jetzt laufen die schon hier bald schön parallel nebeneinander. Sehr, sehr, sehr cool, ey. Zwei solche Maschinenkers am Laufen. Dann macht das Ganze doch auch Bock, ey. So. Ist das krass. Ja, doch, das passt. Das passt. Und voll 100% tipptopp. Ja, so ist cool. So ist richtig cool, Alter. So, wie viele Bahnen haben wir denn noch? Oh ja, es sind noch genug. Wir haben ja noch 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oder 8 Bahnen sind es noch. Ich hoffe, die kommen sich da nicht gleich in die Quere. Die letzten paar Reihen sind dran. So soll das sein. Also, die letzten paar Reihen. Beide Ernter haben ungefähr 50% wieder gefüllt. Das bedeutet, ich kriege bestimmt auf eine gesamte Karre hier wieder voll. So, komm, zieh. Und jetzt will ich ihm auch nicht im Weg stehen. Wobei doch, ein bisschen schon, ne? Aber jetzt fahren wir mal ein bisschen weg. Jetzt sind die gleich wieder schön parallel ready hier. Mal gucken. Kriegen sie da hin ihre Pirouette. Jetzt sind sie beide blockiert und jetzt muss ich einschreiten. Ah, gerade war es noch okay. Jetzt muss ich hier einschreiten. Also, Helfer kommt raus. Und ich gucke das Ding mal eben selber. Komm. Ach, come on, dude. Man kann es auch übertreiben, ey. Okay, ich fahre einfach rückwärts dran. Der guckt sich da erstmal ordentlich ein zurecht. So, wir gehen wieder rein. Aktivieren, senken. Und jetzt wird es eng. Da sind wir schon dran. Helfer rein. Schnell in die Karre. Alter. Okay, auf dem Rückweg auf jeden Fall nur noch einen hier fahren lassen. Und es sind 1, 2, 3, oh ne, es sind 6 Reihen. Ach, wie uncool. 5 hätte ich jetzt, wäre ich dann selber gefahren. Aber 6, boah, weiß nicht, kriege ich 6 Reihen abgeerntet in einem? Das gibt doch gleich wieder Theater hier, ey. Komm, mach mal schnell voll das Teil, damit ich mir das Spektakel gleich nur angucken kann. Und Abfahrt. So, ich nehme noch mal schnell hier den anderen. Gucken wir mal eben, was jetzt hier passiert. Ja, beide blockieren sich natürlich. Das heißt, wir nehmen hier jetzt mal eben den Helfer raus. Ich stelle das Teil gerade zur Seite. Hier sind 22% Kartoffeln drin. Und der andere wird das aber so auch nicht mehr ganz schaffen, ne? Also, wir laden den jetzt mal eben hier leer. Der kann mal eben komplett... Ne, ich kann jetzt hier eigentlich nur noch mit einem, ne? Bei... Der ist doch hier schon fast...
Komm, 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 komm. Die nehmen wir mit. Hier, halb drunter. Jetzt fährt er gleich für zwei weiter, ey. Ich sage dir, für zwei rein fährt er gleich. Ach, weil das wieder kostet. Hauptsache, der geht mal gleich so einigermaßen leer. 50%. Noch liegt da oben was drauf. Jetzt ist er leer. Zack, und ich drehe mal eben ab. 68%, jawohl. Und die letzten paar Prozente, die gehen jetzt hier von dem anderen raus. Dann ist er, glaube ich, komplett leer und dann haben wir es. Ja, und dann geht der Rest komplett in den letzten Wagen rein. Und dann ist der Auftrag durch. Alter Falter. Nichtsdestotrotz, also trotz dieser eigentlich geilen Lösung mit zwei großen Erntern, mit zwei großen Maschinen sozusagen, trotz dessen ist es eine immer noch irgendwie uncoole Aufgabe. Also Kartoffeln aufmachen, Kartoffeln ernten, ist eine Riesengeraffel. Es ist aufwendig und ich weiß nicht, ob sich das so sehr lohnt. So, hiermit waren wir jetzt nicht so ganz voll, aber ich wollte nicht länger warten, denn die gesamte nächste Tour, die gerade im Ernter ist, die kriegen wir ja auch nicht komplett rein. Abgeschlossen, okay. Jetzt ist es abgeschlossen. Das heißt, jetzt kommt schon mal ein kleiner Bonus. Nee, doch nicht. Nein, es landet ja im nächsten Feld. Feld 39 haben wir auch noch. 4%. Feld 39. Oh boy. So, dann stellen wir hier schon mal den anderen Wagen direkt in Position. Der zieht jetzt hier nochmal durch. Helfer entlassen. Nope, nix hier anheben. Ich mache ja weiter, Algen. Nochmal eben hier schön die letzte Bahn durchziehen. Und dann haben wir es, ne? 21% sind jetzt hier noch gerade drin. Das Feld sieht sonst richtig gut sauber aus. Also das passt so. Perfekt. Und dann laden wir ab und dann haben wir es. Und dann kommt das nächste Ding, ne? Danach kommt das nächste Feld. Gleich nochmal gucken, wie das ist von der Größe. So, abladen. Come on. So, baller rein das Zeug. Schön die Erdäpfel. Wo sind wir denn hier? Feld. Abgeschlossen. Feld 39 ist dieses hier. Schön gerade Linien. Das ist nicht schlecht. Hier vorne vielleicht Vorgewände machen. Hier wahrscheinlich auch nochmal an der Bahnschiene, an der Böschung mit dem langen Gerät. Und ansonsten sollte das eigentlich ganz gut passen. Aber ohne Flachs, das machen wir beim nächsten Mal. Denn das war jetzt hier schon Erntemarathon Deluxe, alter Falter. Mann, 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 Mann. Wieder mal ein großer Acker mit Riesenmaschinen. Und die müssen wir natürlich noch richtig ausnutzen. Und im Idealfall machen wir dann auch noch weitere kleine Kartoffelaufträge. Und wenn die dann alle durch sind, Zahltag, dann haben wir es erledigt. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Kartoffelernte.